Und damit willkommen zurück zu The Forest in einer neuen Aufnahmesession. Die letzte war ja doch sehr produktiv. Wir haben, ich zeige das einmal kurz. Moment, FPS haben sich noch nicht ganz beruhigt. Wir haben die Verteidigungsanlagen fertig gebaut, die hier zu sehen sind. Schön viele Spike Walls. Wir haben mit Hilfe von Dynamit und Zeitbomben den Wald erheblich dezimiert. Man sieht es, es ist schön Licht jetzt. Und wir haben Fallen aufgestellt. Die stehen hier. Hier. Warum wir jetzt ein Totenschädel ist. Wahrscheinlich, weil die Falle scharf ist. Hier ist noch eine Falle. Und hier steht diese Falle auch nochmal. Das ist so das Ergebnis der letzten Aufnahme. Was in der letzten Aufnahme auch noch war, ist, dass wir angegriffen wurden. Und zwar nicht von Eingeborenen, sondern der erste Mutant hat sich zu uns verirrt. Dieses sechs- oder achtbeinige Mutanten-Gilber-Vieh von Gronkh liebevoll Muschiklaus genannt. Dem Forest-Veteranen ist der Gentleman wahrscheinlich ein Begriff. Wir haben ihn erfolgreich eliminieren können, bevor er unsere Basis beschädigen konnte. Wobei ich rückblickend sehr froh bin, weil der kann richtig zerstören, wenn man Pech hat. Und ich bin froh, dass er bei uns nicht dazu kam, das zu tun. Ich dezimiere hier nur gerade noch mal ein bisschen die Vegetation, damit unsere Fallen für die Eingeborenen auch gut sichtbar sind. Obwohl, nee, eigentlich wäre es ja dann klüger, die hier nicht zu lassen, aber ich mag das nicht, wenn hier alles so voll Gestrüpp ist. Und leider respawnt dieses Gestrüpp, wann immer ich neu aufnehme, also das Spiel neu lade. Daher müssen wir hier einfach einmal kurz ein bisschen randalieren. Mit dem Katana geht das Gott sei Dank sehr schnell. Kurz ein bisschen Tree-Sap einsammeln. So, was ist für die heutige Aufnahme geplant? Für die heutige Aufnahme ist geplant eine kleine Expedition ins Innere der Insel. Das hatte ich ja schon in den letzten Aufnahmen eigentlich vor, aber dann haben wir doch wieder irgendwie unsere Basis verbessert. Daher, ja, schrei nicht so rum. Ich dresche nur gerade einmal kurz die Vegetation weg. Bisschen Gärtner spielen. So. Ich denke, so kann man das erstmal lassen. Wird es gerade Nacht? Ich dachte, ich hätte die Nacht geschlafen und dann die letzte Aufnahme beendet. Ha. Egal, erstmal kurz zur Fleischtheke. Mal den Rachen werfen und pennen. Ja, einmal ist es Nacht geworden und jetzt pennen wir nochmal. Ha, das hat sogar funktioniert, hätte ich jetzt gar nicht mit gerechnet. Na gut. So, wie steht's um Hunger und Durst? Durst ist gerade ganz schlimm. So. Und dann füllen wir das gute Stück hier nochmal. Dann haben wir nämlich ein bisschen Wasser für unterwegs. Die wird einmal schnell mit Stoff präpariert. Können wir die eigentlich? Können wir auch, cool. Okay, das können wir nicht bearbeiten. Ist klar. So. Wir haben keinen Hunger, wir haben keinen Durst. Wie sind wir mit Snacks, in Sachen Snacks ausgerüstet? 11 Stück, Soda 6 Stück. Das könnte mehr sein. Vielleicht machen wir einen kleinen Schwenk über das eingeborene Dorf und holen uns mal 4 Döschen. Gespeichert habe ich ja, glaube ich, gerade. Das heißt, jetzt, wenn wir umgenockt werden, scheißegal. Wir haben nichts, was wir verlieren würden dadurch. Prinzipiell. Okay, war Bambi. Jupp, Bambi. Hi. Hi, Bambi. Ich bin ausnahmsweise mal nicht auf der Bambi-Jagd. Wir suchen nämlich ein anderes Getier, was wir jagen wollen, und zwar Lurche. Ich renne einfach mal blindlings ins eingeborene Dorf, auch nicht ganz ungefährlich.
Ja, wie immer, wenn wir ankommen, scheint es verlassen zu sein. Ah, Dynamite. Dynamite, Dynamite. So, wie viele Döschen haben wir? 10. Gut, das ist voll. Mal ein bisschen Knof klauen. Ich bin Schreck gekriegt, aber es war nur Bambi, die hier unterwegs ist. Plündern wir die Eingeborenen nochmal ein bisschen, weil irgendwie scheint das ja ein bisschen zu respawnen, die Koffer und dergleichen. Ich will mich nicht darüber beschweren, dass wir hier regelmäßig looten können. Ein bisschen Medizin mitnehmen. Ah, eine Uhr, cool, können wir noch eine Bombe bauen. Knack. Seil kann auch nochmal mit. Was haben wir hier noch? Klof. Klof kann mit, das Seil auch nochmal. Den Gentleman lassen wir hier einfach mal sitzen, würde ich sagen. Sondern eine kleine Partine. Die lustigen Drinks, die Fun-Drinks können hier bleiben. Gut, und nichts viel raus hier, bevor die Bewohner der Wertenbude wiederkommen. Boah, irgendwie ruckelt das Spiel gerade mega. Diesen Spot hier kenne ich. Nur zur Genüge. Wer das Let's Play von Gronkh verfolgt hat, kennt diesen Spot auch. Das ist einer seiner Standardspots gewesen. Oh, wo kommen die FPS-Einbrüche auf einmal her? Die Festplatte ist doch leer und im Hintergrund läuft auch nichts. Ah, scheint sich wieder beruhigt zu haben, okay. So, ich wollte hauptsächlich die Insel erkunden und ein bisschen Lurche jagen, um uns eine Rüstung zu craften, die es uns ermöglicht, uns auch einmal in die Höhlen dieser Insel vorzuwagen. Könnten wir natürlich auch so schon machen, nur es ist ohne Rüstung etwas gefährlich. Könnte man sagen. Daher sprinte ich hier gerade mal so meines Weges. Auch ganz cooler Spot hier, ne? So eine Felswand und von da oben so eine Brücke auf so ein erhöhtes Haus bauen. Hätte auch Stil, kann man sich mal merken. Wow, hier geht's abwärts. Ist auch irgendwo ungefährlich abwärts. Ja, hier. Ja, da läuft ein Karnickel rum. Karnickel wollte ich jetzt nicht jagen. Hier ist irgendwie ernüchternd wenig los. Und wenn hier mal Viehzeug rumrennt, dann ist es nicht das, was wir suchen. Toll. Was ist mit Forest heute los? Das ruckelt wie bekloppt. Da hinten geht es Richtung Schneegebiet. Nicht uninteressant. Sicher ist sicher. Aber irgendwie ist das hier gerade ziemlich überschaubar, was so Getier angeht, das wir jagen können. Hier ist nämlich irgendwie gar nichts. Oh, ein eingeborenes Dorf. Das war zwar eigentlich nicht mein Ziel, aber wir können uns trotzdem mal umgucken, würde ich sagen.
So, damit ich wenigstens mal irgendwas gejagt habe. Sieht ja hübsch aus. Ruckel. Was ist denn los mit dem Spiel heute? Backt ein bisschen. Ich hoffe, das beruhigt sich wieder, weil wenn in dem Zustand Eingeborene ankommen, haben wir ein Problem. Zelte? Interesting. Finde hier gerade gefühlt alles Mögliche, außer das, was ich suche. Ich suche nämlich Lurche. Schwimmen wir einfach mal rüber. Gut, unsere Base kriegen wir nach wie vor angezeigt. Das ist die Hauptsache. Bisschen Schnaps können wir hier scheinbar sammeln. Das ist sehr schön. Schnaps kann man immer gebrauchen. Das Zelt ist super platziert. Ja. Okay, ja. Wie gesagt, alles gefixt. Alles gefixt in Forest. Keine Grafikbugs, gar nichts. Wissen wir, ob es hier wie auch wieder geht? Ja. Lustig, guck mal, warte. Ach Mist. Egal. In die Richtung müsste es zum Schneegebiet gehen. Boah, die Insel ist riesig geworden. Sorry, wenn das gerade ein bisschen ruckelt, aber irgendwie backt Fraps ein bisschen rum. Ich warte gerade, dass sich das vielleicht mal wieder beruhigt. Weil so einen einzigen Stoppfilm wollte ich dann doch nicht aufnehmen. Mir graust es, wenn ich darüber nachdenke, dass wir ungefähr 10 oder 12 Lurche brauchen für eine vollständige Rüstung und wir haben bisher 0. Aber hier ist doch irgendwie überhaupt nichts. Ist ein bisschen ernüchternd. Hallo Bambi. Okay, das war ziemlich schlecht. Das hätte mich gewundert, wenn das funktioniert hätte. Base da hinten. Okay, das wird eine lange Heimreise. Da will ich gar nicht drüber nachdenken. Es wird zusehends bergig hier. Wahrscheinlich sind wir schon an 10.000 Lurchen vorbeigerannt. Wildschwein? Die kenne ich ja noch gar nicht. Hallo? Sir? Sind die aggressiv? Scheint nicht so zu sein. Ob man die jagen kann, beziehungsweise ob man aus deren Beute was Besonderes bauen kann. Ha. Wir haben aber definitiv das Eisgebiet erreicht, das gefällt mir. Also Eisgebiet ist getrommelt, aber Schneegebiet, so. Lurche werden wir hier definitiv nicht finden, das ist sicher. Aber es macht auch nichts. Dafür finden wir hier Proviant in Form von essbaren Beeren. Zwar reichlich. Nein, ich schmeiß das Steinchen weg. Vorher ist man in Richtung von dem Wildschwein geworfen. Schon ein bisschen fies. So, Speer. Theoretisch könnte man sich auch mal nach einem neuen Ort für eine neue Base umgucken.
Weil ich finde das Eisgebiet an sich schon sehr reizvoll. Oh, Aloe Vera, das brauchen wir für Medizin. Boah, reichlich Aloe Vera, wie geil ist das denn? Ist sich jetzt schon gelohnt, hier hinzugehen. Weil der Boden ist hier so eben, hier sieht man das Zeug wenigstens mal. Boah, können wir jetzt hier viel Medizin herstellen, das ist ja mal geil. Gefällt mir. Mach ein Waschbär. Oh, da hinten habe ich was gesehen. Das Gebiet dahin, diese Felsklippe, auf die wir jetzt zugucken. Das sieht doch mal geil aus. So eine richtig schöne Bergfestung bauen, da habe ich Bock drauf. Oh ja, ich habe eine Idee. Ich habe keine Ahnung, ob es funktioniert. Aber wir werden es herausfinden. Gut, schon mal ein sehr schmaler Zugang. Das lässt sich im Zweifelsfall auch verteidigen. Da sieht mein Plan vor, mit einer Treppe da hochzubauen und dann da das Haus draufzusetzen. Das finde ich klingt vernünftig. So, wir brauchen erstmal einen Hunting Shelter. Das kommt hier in die Ecke. Ein Stein, 7 Stämme fehlen. Das soll nicht das Problem sein. Welcher Baum stört denn? Der hier stört. Okay, wir brauchen was zu essen und was zu trinken. Schmeiß weg das Steinchen. Gut, eigentlich wollte ich auf Durchjagd gehen, aber jetzt haben wir eine neue Base gefunden. Oder zumindest eine Idee für eine neue Base. Der fällt ziemlich schlecht. Wir kriegen nur 2 der Stämme. Na toll. Kann man jetzt nicht ändern. Okay, der fällt vernünftiger. Das ist sehr gut. Wir fahren dieses Hunting Shelter fertig kriegen, damit wir hier speichern können. Das ist mein Hauptabsicht mit dem Bau von diesem Gebilde hier. Sehr schön. Ein einziger Rocky fehlt noch. Das ist ziemlich geil. Es ist auf so einer Klippe hier oben. Das lässt sich gut verteidigen. Weil sie ja wirklich nur über diesen schmalen Pass hier kommen können, glaube ich. Glaube ich. Das betone ich mit Absicht. Ich war noch nie in diesem Gebiet. Ich kann nicht sagen, wie die Eingeborenen sich hier verhalten. Da ist er. Der Typ stöhnt sich erstmal einen zurecht. So. Diesen neuen Ort saven wir erstmal. Also wir ein bisschen mit diesen Custom-Geschichten hier rumspielen. Custom Stairs. So, ich habe keine Ahnung, zumal ich den Blueprint auch gerade kaum sehe. Genau. Ich habe keine Ahnung, ob das funktioniert. Ich setze es einfach mal da oben an. Boah, ich sehe den Blueprint nicht. Da, jetzt sehe ich ihn. So, und jetzt haben wir hier so eine Treppe geplant.
Ja, aber die scheint nicht ganz gut zu sitzen. Das machen wir nochmal neu. Das sieht schon besser aus. Sie schmiegt sich hier schön an die Felswand, finde ich. Ja, das könnte was werden.